Und wie gesagt, ich kann hier eine Kiste zerschießen und da ist ein Schatz drin, ja. Ich hatte euch ja schon gesagt, Peru, das Ende musste ich zum dritten Mal spielen. Das war nicht schön. Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Wo sind sie? Die wissen doch, dass du da bist. Na und? Dann wissen die das halt. Das ist mir so was von Schnuppe, Kollege. Da ist ein Silberschatz. Wie soll ich denn da rankommen? Oh nein! Nein! Tja, das hat nichts gebracht. Lara, du kannst doch mal loslassen. Lass los! Oh Mann, ich würde auch am liebsten den ganzen Tag nur in nur barfuß rumlaufen. Nein, würde ich nicht. Das war natürlich nur ein Joke. Ein Joker! Haben wir nicht alle gelacht. Natürlich abgesehen von euch. Naja, aber wir sind ja jetzt raus aus dem nervigen Peru und im coolen Japan. Dem vermeintlich coolsten Land der Welt. Oh mein Gott! Büroarbeiter! Merket euch, sie arbeiten in Bürozellen, also sind sie innerlich bereits tot. Da macht es keinen Unterschied, ob wir sie jetzt erschießen oder ob wir sie leben lassen. Wir erlösen sie nur von ihrem Leid. Wuhu! Einen Weg sind. Genau. Was hat uns das jetzt gebracht? Es hat uns gar nichts gebracht. Aber jetzt bringt es uns was. Wow. Man bekommt. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie erst mal ein Buch. Lest Bücher, Leute. Zum Beispiel Harry Potter. Das ist ein richtig cooles Buch. Ja, ich verstehe keinen, der es nicht mag. Ich muss meine Meinung halt ein bisschen. Ne? Ein bisschen unterstützen. Was heißt unterstützen? Nein, ich muss sie einfach nur so deutlich rüberbringen. What the fuck? What the fuck? Was für ein wundervoller Abend. Oh, oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Also, ich verstehe ja, wenn Leute Höhenangst haben, aber ich verstehe nicht, wie Leuten davon übel sein kann. Leute, was ist das da für ein flüssiger Verkehr? Los, gut, wohne ich nicht in Japan. Ah. Da gab es ja sowieso vor kurzem diese Krise da. Ah, bin ich nicht lustig. Mal abgesehen davon, dass ich nicht lustig bin. Weil Eigenlob stinkt ja bekanntlich. Abgesehen von Geld. Das stinkt nicht. Oh! Hört ihr das auch? Es ist nicht angenehm in den Ohren. Es ist einfach nicht angenehm. Und ich habe heute noch gar nichts Intelligentes gesagt. Das muss aber noch kommen. Kommt gleich, bestimmt. Hüpp. Ja. Hä? Was? Wo? Hä? Ach so. Also, du. Hä? Irgendwie blicke ich hier gerade nicht durch.
Leute, ich blick hier nicht. Dieses scheiß nervige Geräusch. Au! Das hat bestimmt wehgetan. Aber vollstens. Ich verstehe es nicht, was muss ich da machen? Leute, wisst ihr das? Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, wenn man den Weg nicht weiß. Also ich schätze mal, dass ihr das kennt. Oh, das sieht man da gar nicht. Ja, Entschuldigung, wenn das ein bisschen wie eine Ausrede klingt, aber... Angst, alles da. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ja. Entschuldigung, Lara, wenn du willst, dass dich keiner stört, dann zieh dich nicht halbnackt an. Nein, Lara ist ja nicht mein Typ. Zum Glück. Beeil dich, Lara, es hält nicht mehr lange. Alter, so ein tiefer Sturz. Ist das nicht episch? Ich muss irgendeine Stelle finden, wo ich einen besseren Cut machen kann. Und mich juckt's am Bart. Oh mein Gott, ihr wisst, dass ich einen Bart hab. Jetzt wissen alle, wie ich aussehe. Sie knicken ab. Mhm. Nächstes Mal nehme ich mir Duplo. Duplo, der längste... die längste Praline der Welt. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Shoot. I shoot you. Ah. Jetzt sind nur noch ein Haufen... Gedärme. Alter. Wie kann der... Kann der mit einer Schrotflinte weit schießen? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie das funktioniert. Also zumindest mit einer Schrotflinte gezielt weit und zielsicher zu schießen. Ich meine, in großer Entfernung kann man doch nicht treffen, wenn man jetzt eine Schrotflinte benutzt. Sehe ich das richtig? Oder ich sehe es falsch und dieses Spiel belehrt mich gerade eines Besseren. Aber mit einer Schrotflinte weit zu schießen? Präzise auf weite Entfernung zu schießen? Also, ich weiß ja nicht. Und ich glaube gerade überhaupt nicht, wie viele Schätze hier sind. Ihr glaubt es wahrscheinlich trotzdem. Weil ihr kennt das Spiel wahrscheinlich 100-mal besser als ich. Und deswegen weiß ich auch jetzt nicht weiter und ihr wisst es wahrscheinlich. Warum sagt ihr es mir nicht? Ihr seid so gemein. Hier geht es weiter. Das ist ja auch ziemlich offensichtlich. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Ja, natürlich ist das eine Falle, Gott verdammt. Jeder Tomb Raider-Kenner weiß sowas doch. Ah ja. Ach du Scheiße, mein Handy-Akku ist leer. Ja super, was soll ich mit diesen Überwachungskamera-Aufnahmen hier? Was ist das? Eher moderne Kunst als Archäologie, zumindest in diesem Zusammenhang. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Ja, also ich möchte damit Fußball spielen eigentlich. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Ja. Ist das nicht schön? Wir ersparen uns eine peinliche Blamage, indem wir einfach eine Kugel vor uns langrollen. Geschafft, bist du schwer verletzt? Halb so schlimm, aber das mache ich nie wieder.
Schwer verletzt, wir haben keine einzige Kugel abgekriegt. Ich verstehe Lara einfach nicht. Das ist mein Reich, keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Oh! Warum konnte es jetzt nicht speichern? Ich muss meine Aggression an euch auslassen. An euch Fotzengesichter. Oh, meine Fresse. Wir folgen ihm. Wir folgen ihm. Wie machen wir das, Lara? Hast du dir da irgendwie was überlegt, außer Table Dance zu machen? Bam. Lara, was? Oh fuck! Verreckt! Oh, geht das gut. Schrotflinte nutze ich ab sofort immer, wenn das möglich ist. Ja, ein Fahrstuhl. Nichts gegen Fahrstühle, aber was gegen Fahrstuhlmusik? Mhm. Die sind nämlich echt ätzend. Ja. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach, ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Nein, ich will mich nicht mit dem Internet verbinden. Oh, ich habe nichts getan, was darauf hinweisen könnte, dass ich mich mit dem Internet verbinden wollte. Hallo, Spiel? Öffnest du dich mal? Hallo, Spiel? Spiel! Leute, was soll der Scheiß? Leute! Leute! Ihr wollt mich doch alle nur verarschen. Ich kann ja nicht mal den Task Manager öffnen. Warum? Was soll denn der Kack? Hallo? Spiel? Könntest du dich irgendwie mal wieder öffnen? Ich habe hier gerade echt die schlimmsten Probleme. Und an dieser Stelle breche ich die Aufnahme ab und sage: Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.